grüße euch Leute, wir sind hier auf der Oberland Arms Convention 2024 in Hugelfing in den Hallen von Oberland Arms und auf dem Stand von Slab Near Precision. Da gibt es einige sehr spannende Sachen, speziell ums Thema Long Range und alles, was man so dazu brauchen kann. Wir haben jetzt hier einen Schaft gefunden von GS Gunstocks und der Ilya von GS wird uns jetzt mehr dazu sagen. Also das ist unser Schaft für die Blaser-Modelle. Da gibt es natürlich einmal die Blaser R93 oder die Blaser R8. Also dieses Setup gibt es quasi für beide Gewehre. Vielleicht gerade auch für jemanden, der eine Blaser R93 im Schrank hat und sagt, oh, wird mal Zeit für ein neues Kleidchen. Ne? Da hätten wir vielleicht eine interessante Alternative. Ja. Beim Schaft gibt es zwei Hinterschäfte. Einmal den hier, der ist ein bisschen sportlich orientiert und man sagt, okay, ich will jetzt das Maximum aus der Präzision rausholen und auch in Stabilität. Oder eben auch in etwas leichteren. Und der leichtere vielleicht eher so für die Jäger gedacht. Was kann das Chassis oder was ermöglicht es einem? Das eine sieht man vielleicht jetzt hier schon. Klassisch, wenn man über den Jagdsport nachdenkt, egal ob es jetzt im Gebirge ist oder man sagt, wir haben jetzt irgendeine Situation am Mais oder am Raps. Letztendlich klassisch, wo kommen die Schweine? Natürlich nicht da, wo der Hochsitz ist. Da könnte man zum Beispiel so ein Setup mit Dreibeinen und in der AK-Rennmontage sich das schon mal vorpositionieren und dann schon mal grob ausrichten, ob das jetzt der Augustbock ist oder wie gesagt das Schwein. Da ist man schon mal ganz grob in der Richtung und hat eigentlich die Hände frei zum Blatten oder zum Gucken und so weiter und so fort. Genau, wir haben auch ein sehr kompaktes Setup. Da gibt es bei den Vorderschaftvarianten auch eine kürzere letztendlich. Ermöglicht einem, dass wir relativ kurze Läufe haben können mit einem Overbarrel-Schalldämpfer und zusammen mit dem abklappbaren Schaft, der auch relativ steif ist, der auch im abgeschlossenen Zustand arretiert, hat man dann ein relativ kurzes Setup, was auch, ich sag mal, in so einen Gebirgsrucksack zum Beispiel reinpassen kann, muss man nicht irgendwie auf der Schulter das Ganze tragen. Der Vorteil, den so ein Schaftsystem letztendlich bietet, ist natürlich, dass man das Ganze optimal auf sich einstellen kann. Also ich sage auch mal hier Wangenabstand oder auch das Thema Schulterabstand, ist natürlich förderlich für die ganze Präzision. Und was passt da rein? Auch von der Blaser R8 letztendlich die Success-Systeme. Auch die Success-Abzüge, also sie würden dann hier entsprechend abschließen. Egal, ob es Linkssystem ist oder Rechtssystem, kriegt ihr alles entsprechend in diesem Schaftsystem unter. Völlig modular zusammen konfigurierbar. Auf jeden Fall wirklich eine coole Sache, weil jeder, der die Blaser kennt, das sind halt wirklich schöne Jagdgewehre, sehr klassische Jagdgewehre. Sowas geht schon mehr in den sehr sportlichen, ich würde fast sogar taktisch sagen, weil ja M-Log und sowas auch schon dran ist. Das macht halt das Ganze sehr flexibel und, wie er schon gesagt hat, modular. Man hat hier viele Möglichkeiten, das Ganze zu verstellen. Das ist für Schützen dann auch spannend, wenn man sich das schön anpassen möchte an die Schulter und so weiter. Und eben mit solchen Befestigungspunkten wie jetzt AK, was jetzt ganz stark im Kommen ist, speziell auch im PRS-Bereich, hat man hier wirklich viele, viele Optionen. Und Blasersysteme generell sind auch sehr einfach zum Tauschen, zwei Schrauben. Und dann kann man es quasi wieder in den Holzschaft reinstecken oder eben in so einen wirklich sehr modernen Alu-Klappschaft wie dieses System hier. Die Schäfte von GS Stocks könnt ihr an sich direkt bei GS beziehen oder eben auch bei Slab Near Precision, eben auch eine Firma, die jetzt speziell auch in dem Bereich Long Range Präzisionsgewehre und PRS auch Zubehör anbietet. Die haben nicht nur die Schäfte, sondern auch diese von MDT, Envision und das ganze Zubehör, was ihr da seht, also wirklich cool. Einfach mal reinschauen und wir schauen uns dann gleich an, was es hier noch so gibt auf der Oberland Arms Convention 2024. Da wird gerade mit FX geschossen und wir werden da gleich hinschauen, was da so passiert. Also wir sehen uns im nächsten Video.